Hallo und willkommen zu dem Thema, wie ich meine eigene Platine erstelle. Heute reden wir erstmal darüber, wie ich überhaupt einen Schaltplan mache und diesen dann auch in eine PCB-Datei umwandle, welche dann von einer Firma hergestellt werden kann oder man selbst auch herstellt. Hier sehen wir erstmal die Schaltung, wie sie aussehen soll. Das ist einfach eine Spannungsquelle, ein 220 Kilo-Ohm Widerstand, eine Lichtquelle und ein Schalter. Nun braucht man zum Schaltplan erstellen natürlich eine Software. Diese ist bei mir EasyEDA. Sie ist kostenlos erhältlich im Internet, kann man es einfach runterladen, einen Account erstellen und direkt loslegen. Wenn man dann in EasyEDA ist, muss man einen neuen Schaltplan erstellen. Und dann hat man erstmal diese Oberfläche vor sich. Da es hier jetzt keine richtigen Spannungsquellen gibt für auf das PCB, werde ich dafür erstmal diese Pads benutzen. Zum Rotieren von Teilen einfach die Leertaste drücken. Ich setze jetzt hier erstmal zwei Pads nebeneinander. Diese werden die Stromquellen. Die kann ich hier umbenennen. Ich klicke das an und dann da oben nenne ich das jetzt zum Beispiel Plus, das hier Minus und dann ziehe ich das dahin. EasyEDA ist im Grunde genommen darauf ausgelegt, SMD-Platinen zu erstellen. Das heißt, Platinen, bei denen die Bauteile eben extrem winzig sind und auf der Platine drauf sitzen. Aber da wir jetzt erstmal eine THT-Platine, also eine Platine, bei der die Bauteile durch die Platinenplatte durchgehen, muss man hier das Package auswählen, indem ich hier zum Beispiel den Widerstand auf den kleinen Pfeil nach unten und dann haben wir hier überall SMD und wir möchten hier den THT-Widerstand, also klicken wir den an. Um dann den Widerstand hier reinzubringen, drücke ich einfach hier drauf und dann habe ich einfach hier wieder Leertaste zum Rotieren. So, das gleiche tut man für den Schalter. Da möchte ich hier einen von diesen Schaltern benutzen. Man sieht auch hinten dran, hier steht schon SMD und THT. Der Widerstand, haben wir schon gesagt, sind 220 Kilo-Ohm. Ein Video zu Widerständen habe ich ja schon mal gemacht. Das könnt ihr euch hier anschauen. Dann nehmen wir uns hier die LED. Da nehme ich mir hier R rot, G grün, B blau. 3 mm, das heißt, das ist auch eine THT-LED. Das hier oben sind alles SMD-LEDs. Die Nummern hier hinten dran geben das Package der LED an, also die Größe. So, um jetzt die Bahn zu ziehen, klicke ich einfach hier dran und das hier schon ist hier so ein grüner Strich. Und den ziehe ich einfach hier oben dran. Zack. Dann mache ich es hier jetzt nochmal. Zack. So, dann habe ich eigentlich jetzt schon damit den Schaltplan erstellt. Jetzt sieht man das natürlich hier noch relativ groß. Die Größe von diesem Ding kann ich hier außen einstellen. Hier die Werte kann man dann eben noch eintragen, indem ich einfach anklicke und dann hier oben Sachen reinschreibe. Um das ist erstmal zu speichern, hier natürlich File und Save. Dann möchte ich jetzt hier ein neues Projekt erstellen, weil wir noch keins erstellt haben, sondern nur eine Schaltplan. Den Projekttitel nenne ich jetzt auch Testplatine und speichern. So, dann möchte ich das aber als Bilddatei haben. Das heißt, ich gehe hier auf File, exportieren als PDF und drücke nur noch auf exportieren. Und dann seht ihr schon hier, es ist eine PDF-Datei, die kann ich ranzoomen, soweit ich will, so wie wir es eben gesehen haben. Um jetzt diesen Schaltplan hier in eine Platine-Datei umzuwandeln, nenne ich das Ganze mal, muss das Ganze gespeichert sein, also wieder Save. Und dann gehe ich hier oben unter Design und Convert to PCB. So, dann kann ich jetzt hier die Größeneinheit meines PCBs wählen. Ich nehme jetzt hier mal 40 mm bei 50 mm. Hier oben kann ich die Maßeinheit auswählen, in der ich arbeite. So, das PCB ist hier unten, warum auch immer, er schiebt es immer darunter, aber kein Problem. Ich zoome ein bisschen raus mit dem Mausrad, nehme das da oben und ziehe das einfach hier runter. Zum Auswählen einfach gedrückt halten, markieren, dann kann ich das rumschieben. So, dann gucken wir mal, hier ist unser Schalter, die LED, die wollten wir hier runter, die verschiedenen Anschlüsse für die Spannungsquellen. So, den hier kann ich jetzt auch wieder mit Leertaste drehen. Schiebe den mal hier hin, den hier auch. Schiebe ich mal hier hin. So, ihr seht es hier, diese blauen Verbindungen.
Diese stellen die Verbindungen dar, die wir hier erstellt haben. Zum Beispiel hier zwischen dem Widerstand und dem J2 hat er hier auch Widerstand J2 die Verbindung gemacht. So, um jetzt eine Verbindung zwischen dem hier aufzubauen, habe ich hier oben dieses kleine Toolbar und nehme dazu hier den Track. Dann habe ich wieder mein rotes Gitter, wähle damit den hier an und dann seht ihr schon, hier ist so eine rote Bahn angedeutet. Ja, die nehme ich jetzt und ziehe die mir hier so. Für jede Ecke, die hier macht, zum Beispiel hier oder hier, müsst ihr einfach immer nur die linke Maustaste drücken. So, er sagt jetzt, hier ist zwischen dem und dem verbunden, das heißt, er sagt, das ist korrekt, deswegen verschwindet die blaue Linie. Wie ich jetzt hier die Leiterbahn verlegt habe, ist generell eigentlich relativ willkürlich. Ich mache die jetzt nur so, damit man eben sieht, wie das Ganze aussieht, also was welche Möglichkeiten Leiterbahn man hat. So, um jetzt diese Platine hier zur Produktion zu bekommen, brauche ich ja die Fertigungsdatei dafür und diese nennt sich Gerber oder Gerber. Dazu gehe ich auf File und Generate PCB Fabrication File, Gerber in Klammern hier hinten. Da drücke ich drauf, dann Node Generate Gerber, dann habe ich hier erstmal eine 3D-Ansicht, wie das ungefähr aussehen wird. Dann habe ich hier eben die Angaben, die Größen, dann kann ich hier schon sehen, $5, okay. Das kommt daher, da EasyEDA mit JLC PCB zusammenarbeitet, welcher ein riesiger Platinenfabrikant ist, bei dem man Platinen wirklich für $2 kaufen kann. Aber ich möchte meine Platinen nicht bestellen, sondern selber machen, also klicke ich hier auf Generate Gerber, wähle den Ordner aus und sage einfach Speichern. So, im Ordner haben wir jetzt hier eine ZIP-Datei. Da man die Gerber-Dateien eigentlich immer als ZIP-Datei abschicken muss, wenn man sie irgendwo produzieren lässt. Aber ich möchte es selber machen, also extrahiere ich alles einmal. So, sehen wir hier, wir haben das Ganze entpackt und haben jetzt hier seltsame Dateinamen wie GTL oder GTO. Aber diese interessieren uns erst im nächsten Video, wenn wir uns daran machen, wie wir jetzt daraus einen Maschinencode bekommen, um das PCB zu fertigen. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen, ihr konntet das lernen. Dann bis zum nächsten Mal, hier gibt es noch weitere Videos. Tschüss!